Ich möchte heute zum Thema Einstiegsdrogen reden. Und zwar nicht allzu geschwollen. Ich tue mich wieder mal ein bisschen schwer mit dem Thema, aber nicht mit meiner Meinung, sondern wie ich es rüberbringen soll. Ich möchte nicht besserwisserisch klingen, obwohl mir das wahrscheinlich nicht immer so ganz gelingt. Darum sage ich wieder mal ganz klar, ich bin kein Fachmann, ich bin ein Laie. Ich erlaube mir, meine Meinung zu äußern und zwar so, als wäre sie die allgemeingültige, obwohl ich immer wieder berichte oder erwähne, dass ich kein Fachmann bin und dass ich auch andere Meinungen gelten lasse. Natürlich. Ich versuche nun ein bisschen in Achtsamkeit zu kommen. Das Thema interessiert mich sehr. Eine Begebenheit mit einer Freundin, die keine stoffgebundene Sucht hat, eine Suchterkrankung, aber keine stoffgebundene Sucht oder nicht primär stoffgebundene Sucht, die hat mir ein bisschen aus ihrem Leben erzählt. Und sie hat mir erzählt, dass sie nebst dieser nicht stoffgebundenen Sucht, die sie fast zerstört oder die sie immer wieder dem Tod ganz nahe bringt, auch noch stoffgebundene Sucht entwickelt hat. Und zwar aus Gründen von Medikation in frühester Kindheit. Also, ADHS, all die Hyperaktivitätsgeschichten, all diese Borderline-Störungen, all die Störungen und Diagnosen, die heutzutage halt relativ früh, Borderline mal ausgenommen, das wird erst später diagnostiziert oder darf erst später diagnostiziert werden. Aber jetzt als Beispiel ein ADHS, das wird relativ früh mit Medikamenten behandelt. Ein Kind kriegt mit 5 Jahren, wenn es sein muss, schon Ritalin. Und mit Ritalin ist Methylphenidat. Und Methylphenidat ist ungefähr ein Amphetamin. Und in der Wirkung ebenfalls sehr nah. Also im Prinzip, auch wenn das sogenannte Speed eine Paradoxwirkung hat, das Kind ist auf Speed. Da hätten wir die Einstiegsdroge. Die orale Einnahme von Medikamenten regelmäßig zur Veränderung eines Zustands und das in einer Regelmäßigkeit, dass es einer Konditionierung nahe kommt oder sogar zu einer Konditionierung kommt, allein schon bei der Einnahme, öffnet Tür und Tor für weiteren Konsum und öffnet Tür und Tor vor Respektverlust vor Medikation. Rauchen ist die Einstiegsdroge. Obwohl viele sagen, Kiffen sei die Einstiegsdroge, aber nur wenige, ich weiß, es gibt sie, aber nur wenige kiffen, ohne dass sie geraucht haben vorher. Demnach Haupteinstiegsdrogen nebst dem Tabak, der Medikation, den Medikamenten, die wir schon als Kind verabreicht bekommen, auch die Schmerzmittel, die alltäglichen Schmerzmittel, Paracetamol, Ibuprofen und so weiter. Mir tut was weh, ich habe ein Medikament rein, dann geht es mir besser. Es geht gar nicht besser. Meistens sind die Schmerzen muskulär bedingt und dann nützt eine Pille eigentlich gar nichts. Was sie dann spürt, beziehungsweise nicht mehr spürt, das ist dann der sogenannte Placebo-Effekt. Und der hängt auch wieder damit zusammen, dass wir konditioniert darauf sind, mit der Einnahme von einer Pille eine Wirkung zu verspüren. Und das hält an und begleitet uns unser Leben lang. Also, Medikamente haben wir mal, wir haben Tabak bzw. Nikotin als Einstiegsdroge und jetzt kommt der Oberknüller. Ich sage euch jetzt, welches die Einstiegsdroge Nummer 1 ist. Aus meiner Perspektive zumindest. Die Einstiegsdroge Nummer 1, proudly presents, Alkohol. Ja. Und warum Alkohol? Weil nämlich der Alkohol einen Rauschzustand, einen anfänglich oder mehrheitlich kalkulierbaren Rauschzustand herbeifügt. Er verändert ganz klar unser Bewusstsein. Das macht Nikotin vielleicht auch für einen Bruchteil einer Minute oder für ein paar Sekunden, für kurze Zeit. Aber der Alkohol, der beschwingt, der Alkohol berauscht, der Alkohol verändert. Er verändert unseren Bewusstseinszustand. Und deshalb ist Alkohol aus meiner Sicht
Die absolute Einstiegsdroge, mit der Tür und Tor für alle berauschenden und bewusstseinsverändernden Substanzen offen werden. Ja, ich weiß, wir sind so konditioniert, wir sind so geprägt, auch durch Medien. Früher, in meiner Kindheit, war es noch Christian F., heute gibt es andere Abschreckmethoden. Wir sind darauf konditioniert, harte Drogen und die sind die Hölle und Alkohol ist erst langsam, aber sicher wirklich als Droge und Alkoholismus als genauso schlimme Sucht oder zum Teil noch schlimmere Sucht als beispielsweise die Kokain- oder die Heroinsucht anerkannt. Und da muss meiner Ansicht nach noch mehr Aufklärung betrieben werden, denn die Tatsache ist, dass ein Mensch, der latent ein bisschen Alkohol konsumiert und sich aber trotzdem im konsumierenden Umfeld bewegt und das Ganze unter Kontrolle hat, trotzdem sich in einem Umfeld von Berauschten bewegt. Auch ich tue das immer wieder als Abstinenter und es ist mir ganz klar, dass ich ein Sonderling bin. Ich muss mich in der Gesellschaft immer wieder erklären und ich muss mich in meiner Abstinenz behaupten. Ich muss mich, oder nicht ich muss, doch, manchmal muss ich muss mich rechtfertigen für meinen Nichtkonsum. Und eigentlich ist das doch eine groteske Sache. Ich muss mich dafür rechtfertigen, dass ich einen klaren Kopf behalten will. Ja, denk mal darüber nach. Ich möchte mich nicht berauschen und das bedarf einer Erklärung. Und ich in der Schweiz, wie sagt man, sagt ja, in der Schweiz ist man nicht so direkt. Und zum Beispiel im Gastgewerbe hat das wirklich was. Wir haben hier viele, wenig Schweizer arbeiten im Gastgewerbe, vor allem im direkten Service, im Kundenkontakt, sehr viele Deutsche. Und ich amüsiere mich über die wirklich oft köstlich, weil sie diese Spur von mehr Direktheit haben, was uns Schweizer fehlt. Und sie die Schweizer immer wieder amüsant ein bisschen auf die Schippe nehmen und mit ihrer Direktheit ein bisschen riskieren. Aber ich finde es lustig, ich finde es toll. Punkt aber auch, die deutschen Kellner und Kellnerinnen, wenn ich das so sagen darf, die haben mit Abstand am meisten Mühe damit zu akzeptieren, dass jemand keinen Alkohol trinkt. Und ich bin schon fast so weit, nein, ich bin schon so weit gegangen, dass ich einen Kellner, nachdem er drei, viermal nachgefragt hat, ja, aber du kannst doch nicht, und warum denn, und das alkoholfreies Bier, sowas gibt es doch gar nicht, habe ich gesagt, mit deiner frisch gespendeten Leber würdest du vielleicht auch ein alkoholfreies bestellen. Dann kam schon halt, dann war es dann das. Ich habe dann natürlich die Situation in der Regel oder meistens oder immer, mein Handy klingelt ein bisschen, habe ich aufgeklärt. Trotzdem, der Effekt war da. Ein kurzes Zusammenzucken. Und die Direktheit wurde gespiegelt. Und ich bin fast der Überzeugung, dass dieser betreffende Kellner oder diese Kellner, es waren mehrere, beim nächsten Mal, wenn jemand ein alkoholfreies Bier bestellt, keinen Spruch mehr macht. Obwohl ich die Sprüche witzig finde, ich rechtfertige mich gern, ich bin gefestigt in meiner Abstinenz, ich habe damit überhaupt kein Problem. Aber es ist nicht einfach, es ist nicht immer einfach und es ist manchmal ein bisschen nervig. Es ist auch nervig und ganz ehrlich gesagt fühle ich mich manchmal ein bisschen verarscht, wenn ich in eine Bar komme und es gibt kein alkoholfreies Bier. Ich trinke selten in der Öffentlichkeit oder selten. Ich trinke, wenn dann vielleicht an einem Abend ein oder maximal zwei alkoholfreie Bier. Aber es kommt vor. Und wenn ich das tue, beziehungsweise wenn ich Lust darauf habe, möchte ich auch eins haben. Und alkoholfreies Bier ist ja, weiß Gott, mittlerweile nicht mehr so was Exotisches. Und wenn es dann Bars gibt, die völlig im Trend liegen und sie haben kein alkoholfreies Bier, dann habe ich dann schon ein paar Fragezeichen. Denn, ja, wer sagt eigentlich, dass Alkohol so sehr in unsere Gesellschaft gehört? Wer sagt eigentlich, dass der Alkohol so selbstverständlich zu allem dazugehört, dass der Alkohol die Grundlage jeder Feier sein muss? Außer vielleicht an Kindergeburtstagen. Aber sonst gehört der Alkohol überall dazu. Und damit ist es für mich ganz klar die Einstiegsdroge Nummer 1. Vor
Tabak, Nikotin und Medikamenten. Nochmals. Macht bitte Kommentare, gebt mir ein Like und abonniert mich und schickt mich noch ein bisschen in die Welt hinaus. Ich wachse ein bisschen stärker als auch schon, bin im kleinen Hamm, fühle mich eigentlich pudelwohl und doch hätte ich nichts dagegen, wenn mal wieder ein Schub kommt. Ein bisschen ist die ganze Statistik-Sache Nahrung. Ein kleines bisschen Nahrung. Ich merke dann, es geht aufwärts und es stagniert nicht. Und ja, auch wenn ich mir da nicht allzu viel draus mache, freuen tut es mich trotzdem, wenn ich sehe, es hat ein paar Abos mehr gegeben. Also bitte, teilt mich, bitte nicht physisch, sondern teilt mich und meine Videos oder meine Arbeit auf den Social Media Kanälen. Schickt vielleicht meine Videos oder meinen Kanal irgendwelchen Leuten, mit denen ihr gerne mal über Sucht reden würdet, aber irgendwie habt ihr Hemmungen oder ihr denkt, ihr findet nicht die richtigen Worte. Ich bin gerade an einer Ausbildung und werde in Zukunft als Peer agieren und ihr werdet noch mehr dazu hören zu diesem Thema und auch zu einigen Vorhaben fürs nächste Jahr, wo ich euch möglicherweise sogar einladen möchte dazu, mich mal persönlich kennenzulernen. Aber das ist noch nicht ganz spruchreif. Das muss noch ein bisschen ausgearbeitet werden. Der Fakt ist, bei mir geht es um Öffentlichkeitsarbeit. Und wieder einmal erwähnt, ist Sucht und alles, was damit so verbunden ist, ein Tabuthema. Und ich war mit ein paar Leuten an einer Schulung und habe dort gemerkt, ich habe ganz ein spezielles Verständnis von Sucht und Transparenz. Manchmal macht es mir ein bisschen Angst und dann denke ich mir, oh scheiße, wenn ich meinen Namen google, dann komme ich jetzt mit meinem Namen und dass ich im Knast war, beziehungsweise der Knast war seine Rettung, so irgendwas in der Art. Und das erschreckt mich dann ab und zu, wenn ich mir denke, was ist, wenn ich jetzt meine nächste Stelle suche? Und irgendwie ist es aber auch unglaublich befreiend und dieses Erschrecken, diese Schreckmomente, die sind nur ganz kurz. Mehrheitlich fühle ich mich befreit. Und dieses Gefühl von Freiheit kann sich auch während einer Suchterkrankung entwickeln. Nicht in diesem Ausmaße, aber wenn ihr anfangt, darüber zu reden, wie es euch geht. Was ich auch gelernt habe, das flechte ich jetzt auch mal kurz rein, da gibt es dann ein eigenes Video oder vielleicht sogar mehr als ein Video. Wenn ihr Angehörige seid und ihr merkt, dass der Süchtige um euch herum bemüht ist, das Lob nicht vergessen. Ich weiß, ich habe damit eigentlich ein bisschen Mühe, weil ich ein relativ radikaler, ich bin sozusagen der Hardliner der Suchtentwöhnungstherapie. Und zwar wäre ich so mit Patienten und ich war so mit mir selber, beziehungsweise ich war froh, wenn man es mit mir war, nämlich Hardliner. Und da bin ich aber wahrscheinlich eher eine Ausnahme als die Regel. Denn viele Leute brauchen für das aktuelle Handeln Bestätigung und Unterstützung. Und es ist schon was dran, wenn ich zurückdenke, gelobt wird man selten. Und so selten, dass es fast, also für mich, dass es unangenehm anmutet, wenn man dann gelobt wird. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, du kannst aber stolz sein auf dich, dann komme ich sofort wieder auf die Schiene mit dem Ego und stolz ist nicht ein gutes Gefühl, ich will das nicht. Und irgendwann muss ich auch mal sagen, ja, eigentlich, verdammt nochmal, ich habe es gut gemacht, ich bin auf Kurs, ich bleibe auf Kurs, ich bin stabil, ich habe was zu erzählen. Ja, ich sage nach wie vor nicht, ich sei stolz auf mich, aber ich habe in den letzten Jahren verdammt viel richtig gemacht. Und das freut mich und dafür bin ich dankbar. Und ein bisschen auf die Schulter klopfen darf ich mir auch. Und ihr Leute, ihr sollt das auch tun. Tut es mit euch selber und tut es mit euren Angehörigen. Und wenn ihr egal ob co-abhängig oder nicht, wenn ihr in einem Beziehungskonstrukt sind, mit Süchtigen und so weiter,
nebst den Vorwürfen, nebst dem Scheiße ausbaden, nebst dem ganzen Kram, was so den Alkohol oder die Drogensucht betrifft und den Alltag gestaltet, ab und zu ein Lob aussprechen. Wenn ihr merkt, euer Partner war jetzt wirklich in der Suchtberatung und er hat jetzt versucht, 3 Tage nichts zu trinken und. Ein Schulterklopfen oder eine Umarmung und ja, eine Bestätigung ist nie verkehrt. Ich bin da wirklich noch Neuling in auf dieser Schiene. Das habt ihr vielleicht auch in meinen alten Videos gesehen. Ich tendenziell Hardliner, tendenziell für Konfrontation und deutlich sagen, wo es lang geht und dann bitte nachmachen. Das war ein bisschen mein Weg. Aber das muss nicht so sein und das hilft nicht allen. Ja, mehr zu diesem Thema. Ich merke, ich bin unglaublich abgeschweift, aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, weil es geht immer noch ums Thema Sucht. Also dieses Thema mit dem Anerkennung und Lob für den Süchtigen in seinen Bemühungen, das werde ich weiter aufgreifen, werde mich auch da noch weiterhin schlau machen. Ich bitte euch um Kommentare und ich bitte euch um Likes und Klicks und schaut doch einfach meine Videos an und ihr dürft Fragen stellen und ich finde es aber ganz toll, wenn ihr